Leute, ihr seht eure Malwanne. Und wenn ihr es nicht mitbekommen habt, ich habe letztens ein Video hochgeladen, das heißt Storytime, warum ich nie wieder eine Deutsche Bahn betreten werde. Und mit diesem Video bin ich in die deutschen YouTube-Trends gekommen. Mein großer Traum ist wahr geworden. Ich bin in den Trends. Naja, eigentlich war ich schon ein paar Mal in den Trends. Und da ich ein paar Mal in den Trends war, stellt sich mir nun die Frage, Wahrheit und Lüge liegen oft nah beieinander. Sind die Trends wirklich nur Müll oder haben unsere Redakteure ihn einen Bären aufgebunden? Ihr Jonathan Frank, willkommen bei X-Faktor. X-Faktor, das Unfassbare. Schauen wir uns doch die Trends einfach mal an. Was haben wir hier? Platz 1 in den Trends. Eminem rips Donald Trump in Bed, Hip-Hop, Awards, Freestyle, Cypher. Davon habe ich heute im Radio gehört. Er ist in einem Parkhaus. Okay, das erste Video ist schon mal kein Müll. Ein Punkt für die Trends. Platz 2 auf den Trends. Star Wars The Last Jedi Trailer. Habt ihr euch den letzten Star Wars angeguckt? Also dieser Star Wars, der als erstes rauskam. Ihr wisst, welchen ich meine. Ich habe den gesehen. Ich war nie ein großer Star Wars Fan. Welche Überraschung. Aber ich fand den echt gut. Nur mich juckt dieser Trailer halt überhaupt nicht. Ne? Ich finde den auch extrem langweilig. Also catcht mich jetzt nicht so, aber ist auch kein Müll. Platz 3 auf den Trend. Wieder auf der Fimo von Aaron. Also ich muss sagen, Aaron macht jetzt nicht den geistlichsten Content, aber er macht jetzt nicht nur Scheiße. Also Platz 3 ist doch auch irgendwie verdient. Hallo Aaron, ich finde deine Videos lustig. Platz 4 auf den Trend. Chipip. Big Tech Tips Russisch. Warum wird ein russisches Video vorgeschlagen, was 10 Sekunden lang ist? Aha. Oh. Okay, das ist ja richtig fies. Ist schon witzig, aber ob es jetzt in die Trends gehört. Auf dem 5. Platz ist ein Video, wo man sagt, typisch, dass das in die Trends kommt. Ultra-Wohnung-Update, komplette Roomtour. Naja, gut. Assi-Content ist das jetzt auch nicht. Marcel Scorpion zeigt seine Wohnung. Ich find's auch geil, wie die ganzen Roomtour immer gleich anfängt. Dass der filmt, an der Tür klopft und dann macht der andere auf. Als ob man so bei MTV Cribs wäre. Ja, hallo Leute, das ist mein crappy Wohnung. Please welcome, kommen Sie rein. Im Eingangsbereich hat er schon seinen YouTube-Button hängen. Das ist ein Statement, würde ich sagen. Ist jetzt kein Assi-Video, ne? Also ist halt eine Roomtour. 2 Star Wars-Trailer haben es in die Trends geschafft. Jetzt bekomme ich auch bestimmt voll die Hate-Welle ab, weil ihr alle diesen Trailer so feiert, aber nicht jeder findet Star Wars gut. Wo ist meine Anti-Star Wars-Army? Oh, die ist wahrscheinlich nicht so groß. Gronkh ist auch in den Trends. Jeder liebt Gronkh. Oder? Das ist schon der 42. Teil von diesem Spiel. Da muss ich ja sagen, ich finde Let's Player ja auch nett. Und ich finde auch Gronkh ist cool und so. Aber wie kann man sich 42 Teile davon anschauen, wie jemand ein Spiel spielt? Das sieht aus wie Super Mario Smash Brothers. Das ist wahrscheinlich auch Super Mario Smash Brothers. Ja, das ist definitiv Super Mario Smash Brothers. Ja, es sieht schon witzig aus, aber 42 Teile davon. Come on. Nach Gronkh kommt jetzt endlich das erste typische Trendvideo, was wir vermisst haben. Kanacke auf der Hauptschule. Hey, Bruder. Was? Kanacke. Typisch Hauptschule. Oh, Baba. Ich schwöre, die ist so heiß. Es ist so eine Mischung aus Sketch und Real-Life-TV à la RTL 2 Verdachtsfälle und so. Ein Minecraft-Video. Der Caddy-Effekt von Klengarn. Okay, Klengarn. Willst du Beef oder was? Moin, Leute. Ihr habt es bestimmt mitbekommen. Es ist ja auch nicht so schwer, wenn alle darüber reden. Mit YouTube. Warum hält der immer einen Stift in der Hand? So ganz richtig. Videos mit anderen YouTubern zahlen sich für den eigenen Kanal sehr aus. Und dabei ist der Kelly-Effekt überhaupt nichts Neues. Gefühlt seitdem YouTube existiert, machen YouTuber mit anderen YouTubern zusammen Videos. Damals vor allen Dingen, weil sie halt einfach coole Videos machen wollten. Aber nun gut. Jetzt ohne mit Klengarn Beef anzufangen, er stellt es so dar, als ob Kelly das nach so einem Business-Profil gemacht hätte. Aber tatsächlich sind ja nur ihre Freunde, also wirklich ihre Freunde in den Videos, also in diesem Kelly versus YouTube Deutschland Monat. Klengarn, wenn du Beef willst, das ist meine Ansage an dich. Ich schwör, ich mach dich kalt. Die peinlichste Mutter, Facebook-Trolling von KuchenTV. Boah, habt ihr noch? Ich hab nichts mehr von KuchenTV gehört. Jo, Freunde, während ihr das Video seht, bin ich gerade live auf Twitch am Okay, juckt mich überhaupt nicht. Meine Freundin heiratet. Ah, ein Tiny-Vlog. Ich muss ja sagen, ich bin großer Fan von Nihan und ihrem Freund. Ich mag die beiden einfach. Kennt ihr das so, wenn ihr so Paare seht, die ihr einfach super sympathisch findet und denkt, genauso will ich auch irgendwann sein. Minecraft. UFO. Miley Cyrus. Berlin Tag und Nacht. Also doch, André geht Nina fremd. Nee.
Berlin Tag und Nacht sendet jetzt auch auf YouTube? Ich muss ja gestehen, ich habe Berlin Tag und Nacht zu seinen Anfängen ziemlich regelmäßig geschaut und wusste auch immer, was abgeht. Später habe ich nichts mehr davon mitbekommen. Die Videos haben ja richtig gute Aufrufe. Läuft ja richtig. Ist aber auch perfekter YouTube-Asi-Content. Gehört auch natürlich in die Trends. Das ist so typisch Trends. Also, ich muss mal sagen, der Anfang von den Trends ist zwar viel aus Ausland und viel gar nicht so deutsche Rap-Videokünstler, die halt was Tolles machen, sind aber jetzt nicht so schlimm. Also, ist jetzt nicht so assi. Das geht ab irgendwann los. Minecraft. Oh mein Gott, gibt's wirklich so viel Minecraft auf YouTube? Ich dachte immer, das ist nur sowas, was man sagt. So, haha, Minecraft Let's Player. Eine türkische Sendung. Erinnert ihr euch noch an die Zeit, wo es halt nur türkische Sendungen gab, also vorgeschlagen wurden? Wow. Dieses Icings-Crack-Video ist einfach nochmal in den Trend. Mit Sula beim Friseur. Hunde beim Friseur. Das muss in die Trends, Leute. Real Food versus XXL / Squishy Food. Challenge. Was ist dieses Real Food versus Gummifood? Was ist das für ein Trend gerade? Ich verstehe es nicht. Was für einen Unterschied soll man daraus kriegen? Versus heißt ja dagegen. Das heißt, du nimmst echtes Essen und Gummi essen. Das eine schmeckt nach Gummi, das andere nicht. Das ist der Unterschied. Fertig. Google myself, Boolean Jam. Das ist so witzig. Julian Bam kann jetzt mit seinem Kanal Boolean Jam einfach diese ganzen YouTube-Videos machen, diese ganzen Standard-YouTube-Videos, die er in den letzten Jahren verpasst hat, weil er halt ja nur seine Sketche und sowas gemacht hat. Und jetzt macht er einfach, der hat einen Pool an Videos. Der kann jetzt die Zimt-Challenge machen. Der kann sich selber googeln. Der kann sich von seinem Girlfriend schminken lassen. Oder sein Girlfriend schminken oder so. Und wer ist denn dort? Na, das bin ich. Ich finde auch nicht, dass ich mit diesem Video in die Trends gehöre. Immer wenn ich YouTuber verarsche oder irgendwie so ein YouTube-Verarsche-Video mache, kriege ich immer so viele Daumen nach unten. Ich glaube immer, dass die Hälfte es nicht checkt. Kann aber auch sein, dass sie es einfach scheiße finden, was ja auch in Ordnung ist. Ihr müsst nicht alle meine Videos feiern. Aber ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, mir machen diese Videos so Spaß, wenn ich andere YouTube-Videos veräpple. Deswegen würde es mich mal interessieren, wie ihr das so findet. Oh, Trends. Gibt Trends der Woche? Ich sehe das gerade zum ersten Mal. Mein Fazit zu den YouTube-Trends. Ja, sie sind nicht wirklich Trends, wie man sie sich vorstellt. Coole Videos, die einfach gewöhnlich toll sind. Aber es ist jetzt auch wirklich nicht nur Assi-Content. Es ist viel Minecraft, wirklich viel Minecraft. Es ist viel ausländisches Zeug, was einen vielleicht nicht wirklich so interessiert. Aber Assi-Content habe ich jetzt nicht so viel gesehen. Es wäre allerdings cool, wenn die Trends auch so eine Möglichkeit wären für kleinere Kanäle, dass man vorgeschlagen wird, dass man vielleicht Reichweite bekommt. Was als kleiner YouTube-Kanal halt noch schwer ist. Allerdings war das für ganz viele Leute schwer. Ich habe 2 Jahre Videos gemacht, die kaum jemand gesehen hat, bis dann irgendwann so der Stein ins Rollen kam. Man kann nicht erwarten, dass man mit YouTube anfängt und nach 2, 3 Monaten irgendwie schon wirklich Reichweite hat. Mein Tipp für euch, immer am Ball bleiben. Ist euch das eigentlich auch aufgefallen, dass die Trends gar nicht mehr so assi sind? Oder glaubt ihr immer noch, nee, Trends assi, kein Bock drauf, scheiße. Bis dann, tschüss!